Hallo, herzlich willkommen bei meinem Vortrag. Ich bin Sandro Geiken aus Bielefeld, arbeite da gerade an der Uni Bielefeld am Institut für Wissenschafts- und Technikforschung, mache Technikphilosophie und Wissenschaftstheorie. Teilt hier zwei Vorträge aus meinem derzeitigen Arbeitsbereich. Also ich arbeite im Moment zur Wissenschaftstheorie technischer Wissenschaften und so ein bisschen anarchistische Techniktheorie. Der Vortrag ist morgen um 9 im Saal gegenüber. Ich habe gleich ein bisschen Werbung gemacht. Und heute ist aber erstmal aus meinem ersten Arbeitsbereich ein Vortrag über Wissenschaftstheorie der Technikwissenschaften mit dem Titel Was ist technisches Wissen? Philosophische Grundlagen technischer Wissenschaften. Das ist halt ein Vortrag aus der philosophischen Wissenschaftstheorie. Da wollte ich noch ein paar Worte zu sagen, weil ich nicht weiß, ob das jeder kennt. Wissenschaftstheorie ist eine philosophische Disziplin, die sich so um die Jahrhundertwende und etwas kurz danach rausgebildet hat mit dem Wiener Kreis. Das ist eigentlich so eine Folgebewegung auf die Erkenntnistheorie, die philosophische, die sich aber halt speziell nicht mit Wissen allgemein beschäftigt, also wie man allgemein zu Wissen kommt, sondern speziell mit wissenschaftlichem Wissen. Und da arbeitet man halt an solchen Fragen, was Wissenschaften überhaupt sind, was Wissenschaften so machen, was zeichnet die aus und was ist denn dann speziell wissenschaftliches Wissen, was ist jetzt nicht mehr wissenschaftliches Wissen, was ist halt wissenschaftliche Erkenntnis. Erstmal so allgemeine, intuitive Erörterungen von der Gestalt von Wissenschaft. Und dann gibt es aber halt eben auch konkretere Vorhaben, die sich dann damit beschäftigen, wie man Wissenschaft verbessern kann, wie man wissenschaftliches Wissen überhaupt garantieren kann, also was ist überhaupt so toll daran und so sicher. Und dann gibt es halt davon da sozusagen in der Peripherie dieser Problematik auch noch dann im Bereich der Wissenschaftstheorie auch Beschäftigungen mit Wissenschaft und Gesellschaft und natürlich auch die Wissenschaftskritik. Das ist also ein relativ breites Feld philosophisch, das sich halt eben mit diesem speziellen Gegenstand Wissenschaft beschäftigt. So im Groben kann man das Grundproblem so ein bisschen so darstellen. Man hat halt auf der einen Seite, also wie sich so Wissenschaft darstellt, auf der einen Seite hat man halt so eine grobe Wolke von Phänomenen, die irgendwie uns Menschen zugänglich sind mit unseren Sinnesdaten oder sonst wie. Und dann kommt halt der Wissenschaftler, beziehungsweise halt dann idealisiert die Wissenschaft und arbeitet sozusagen mit diesen Phänomenen und diesen Sinneseindrücken und was dann rauskommt nachher ist gesichertes Wissen. Und das ist natürlich erstmal eine ganz interessante Sache, wenn man sich das so von so einer intuitiven Herangehensweise aus ansieht. Also wie kriegt man eigentlich aus dieser Wolke da hinten dann hier so schönes gesichertes Wissen, was gibt es da für Garantien und so weiter. So ein bisschen die systematische Untersuchung teilt es in im Wesentlichen zwei Bereiche. Da gibt es einmal den Eingang sozusagen von den Phänomenen in das Wissen, also wie kommen wir überhaupt zu den Phänomenen und was ist überhaupt Wissen, ganz intuitiv. Und dann gibt es halt zum Zweiten sozusagen den Prozess der Ordnung dieses Wissens, also wenn wir dieses Wissen erstmal haben, wenn wir sozusagen die Daten haben, aus den Phänomenen Daten irgendwie erwirtschaftet haben, dann ist halt immer noch die Frage, wie die geordnet werden und in welchen Zusammenhängen die zusammengestellt werden und so weiter. Sodass man dann nachher sozusagen nach dem Eingang und nach der Ordnung diese gesicherten Wissensblöcke erhält. Der erste Themenbereich ist so ein bisschen, heißt Entdeckungskontext. Das geht so zurück auf so eine Unterteilung, die von Hans Reichenbach mal gemacht wurde in den 50ern. Der hat halt diesen Eingang- und Ordnungsaspekt geteilt als zwei systematische Blöcke der Wissenschaftstheorie. Der erste ist halt dann sozusagen der Entdeckungskontext, wie wird etwas entdeckt, wie kommen wir sozusagen zu Wissen. Und der zweite ist der Begründungskontext, sage ich gleich was zu. Zum Entdeckungskontext sind halt so die grundlegenden Fragen, wie kommt das Wissen überhaupt in die Wissenschaften und dann auch noch etwas grundlegender, also was ist überhaupt wissenschaftliches Wissen? Das hängt natürlich auch mit der ersten Frage zusammen. Und das beinhaltet dann natürlich so allgemein erkenntnistheoretische Einsichten darin, was Wissen überhaupt ist und dann aber halt eben auch nochmal dieses Spezifikum wissenschaftliches Wissen. Und in diesem Bereich vom Entdeckungskontext gibt es halt eine ganze Menge verschiedene Analysen, das ist auch relativ breit gefächert, da gibt es halt so viele philosophische
Dimensionen, die man da anbringen kann aus der klassischen Erkenntnistheorie. Dann gibt es aber auch historische Dimensionen, die jetzt von Thomas Kuhn entdeckt wurden in diesem berühmten Buch zum Paradigmenwechsel der Wissenschaften. Das ist dann der hat quasi gesagt, dass unser Wissen nicht einfach nur davon abhängig ist. Also es gab halt eben lange Zeit immer das Bild, so ein schön philosophisch idealisiertes Bild, okay, wir haben da so Phänomene und dann machen wir halt Experimente mit diesen Phänomenen und durch diese Experimente können wir dann halt ganz bestimmte Eigenschaften rausschälen und dadurch, dass wir die immer wieder reproduzieren können und wiederholen können, sind die sehr sicher und das ist eigentlich alles, was Wissenschaft macht. Wissenschaft macht eigentlich nur sozusagen Experimente und schält so bestimmte Aspekte und Eigenschaften aus dem Wissen raus, also aus den Phänomenen raus stellt die dann so in gesetzesmäßige Verbindungen zueinander und dadurch kriegt man halt ein sehr sicheres Wissen. Und das ist sozusagen dann der reine Fortgang der Wissenschaft und so das ganz ideale Bild der Wissenschaft. Und Thomas Kuhn hat dann aber halt eben sich einige Wissenschaften mal angesehen und auch so ein paar Fehltritte und falsche Forschungstraditionen in der Wissenschaft und hat dann halt eben gesagt, dass die Wissenschaft nicht so schön stringent logisch, mathematisch und systematisch verfährt, sondern dass halt vielfach auch historische Traditionen einfach eine Rolle spielen, dass man sozusagen immer so bestimmte Denkrichtungen hatte, in denen man gerne gedacht hat und die man auch nicht gerne verlassen hat. So ein Beispiel ist da die Phlogistontheorie, die sich so ein paar Jahre gehalten hat. Oder ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Äthertheorie, die man ja für benutzt hat in der Physik, um irgendwie Felder zu erklären. Hatte man sich gedacht, Felder können nicht einfach in der Leere existieren, da muss es irgendwie einen Äther geben. Und das sind dann sozusagen so Paradigmen, also so grundgedankliche Schemata, in denen Wissenschaften immer so verfahren, die sich halt so historisch tradieren und innerhalb derer man Wissenschaften immer wieder neu entwirft und seine Hypothesen neu entwirft und so, obwohl dann natürlich diese Grundparadigmen gar nicht so drin sind, aber die sind sozusagen auf so einem tieferen Niveau intuitiv immer mit drin. Das heißt, es gibt also in der Wissensgenese nicht nur diese schönen logischen, systematischen Strukturen, sondern halt eben auch ganz stark historische Strukturen. Das ist so die Erkenntnis des sogenannten Historismus. Und neuere Erkenntnisse sind dann halt eben, dass es auch soziologische Dimensionen gibt. Das ist jetzt der sogenannte soziale Konstruktivismus, der von Bruno Latour so mehr oder weniger eingeführt wurde. Vor gar nicht so langer Zeit, ich weiß gar nicht, 20, 30 Jahre, aber das weiß ich nicht genau. Und Latour hat sozusagen das Laborleben mal untersucht, das war so eine erste Untersuchung, die es da gab. Und hat sich im Grunde genommen gesagt, ja, wenn Kuhn dann schon gezeigt hat, dass wir so historische Kontingenzen haben, die so Wissenschaften mit beeinflussen, mit so Grundparadigmen, wie ist es denn dann eigentlich mit den Personen der Wissenschaftler? Die haben ja auch so soziale Gefüge und soziale Geflechte und Verbindungen und Verpflichtungen, für wen sie gerade was arbeiten und wer was bestimmt. Und hat da dann gefunden, dass so die Wissensgenese eben nicht nur historisch bedingt ist, sondern zum großen Teil auch ganz starke soziale Strukturen in sich trägt. Also dass man sich da sehr stark auch nach sozialen Hierarchien innerhalb der wissenschaftlichen Institute richtet. Man richtet sich sehr stark danach, was natürlich der Geldgeber will. Das ist jetzt auch speziell in der neuesten Gestalt von Wissenschaft, die jetzt unter dem Thema Wissensgesellschaft ein bisschen behandelt wird, ein Thema, weil halt da jetzt gerade die neue Situation so ist, dass man eigentlich nur noch mit, oder dass man fast nur noch mit Drittmitteln Wissenschaften bewertet, wie viel Drittmittel die erwirtschaften oder so weiter. Und das Problem bei dieser drittmittelorientierten Wissenschaft ist natürlich, dass sie sich sehr stark an den Anforderungen der Auftraggeber, also der Drittmittel, Beschaffer orientieren und dass da quasi auch schon so eine Vorstrukturierung von wissenschaftlichen Ergebnissen stattfindet. Sodass man halt für den Entdeckungskontext dann festgestellt hat, jetzt inzwischen ist so der gegenwärtige Stand sozusagen, dass das Wissen sozusagen zwar einerseits darin besteht, dass man aus Phänomenen Daten herausfiltert und dann sich dann die halt durch Experimente zugänglich macht und da dann bestimmte Gesetze herausfindet, dass allerdings andererseits, was überhaupt untersucht wird, sehr stark von historischen Forschungstraditionen abhängig ist und auch sehr stark von sozialen Umfeldern, in denen der einzelne Forscher dann im Einzelnen steht. Und das ist so ein Kernbereich dieses Entdeckungskontext. Weitere Untersuchungen, die dazu gehören, sind natürlich so intuitive Erörterungen von Wissen.
Und was halt eben auch in diesem Bereich gehört, sind diese ganzen Ismen, die es in der Wissenschaftstheorie gibt. Also was man dann sozusagen grundlegend der Meinung ist, was Wissenschaft tut oder worüber Wissenschaft redet. Da gibt es halt den Empirismus, der halt eben sagt, dass Wissenschaft nur von empirisch zugänglichen Phänomenen redet und nur darüber reden darf und über theoretische Entitäten eigentlich gar nichts sagen darf. Das trifft natürlich zum Beispiel die theoretische Physik, die damit so ein bisschen ausgeklammert wäre. Oder halt eben nur vermittelt über Teilchenbeschleunigerdaten, die man aber halt eben interpretieren muss. Dann gibt es die Realismus-Einstellung, das ist eigentlich so das, was die meisten Physiker drin haben, die halt davon ausgehen, dass alles, was sie irgendwie so abbilden oder alles, was sie sozusagen in ihren Büchern reproduzieren, tatsächlich so genau so real existiert. Das ist sozusagen so ein ja, das stimmt auch nicht. Oder was meinst du? Ja, nicht alle Physiker, aber sehr viele gehen davon aus, dass das, was sie da machen, wirklich der Realität entspricht. Auch so in einem 1:1 Verhältnis. Und das ist halt auch zu tun mit einer ziemlich langen Forschungstradition in der Physik, die halt so realistisch und reduktionistisch verfahren ist. Und dann gibt es halt den Historismus, habe ich eben schon erwähnt, von Kuhn, der halt sich, das ist dann sozusagen nochmal so eine spezielle Richtung, die sich so darauf versteift, dass man eigentlich nur historische Forschungstraditionen variiert. Das ist dann auch schon wieder so ein bisschen radikaler. Dann gibt es so den Instrumentalismus, der sagt, dass man eigentlich ja die ganze Zeit in der Physik zum Beispiel, wenn man mit Experimentalaufbauten hantiert und man schreibt dann danach seine Physikbücher sozusagen, dann schreibt man eigentlich die ganze Zeit nur Bücher über Experimentalaufbauten und nie über Physik. Das heißt, man sagt eigentlich gar nichts aus über die Welt, sondern nur über darüber, wie man sie sich da gerade im Labor zusammengebaut hat. Und der neue Experimentalismus ist nochmal so eine Radikalisierung dieser These, dass man eigentlich nur mit Maschinen, also nur Technologien beschreibt. Das ist so der Entdeckungskontext, womit der sich so beschäftigt. Die andere, also so wie Wissen überhaupt in die Wissenschaft reinkommt und was Wissenschaft überhaupt so macht, grundlegend. Die andere Richtung in der Wissenschaftsphilosophie ist halt der Begründungskontext. Da fragt man sich halt, wie begründen Wissenschaften überhaupt ihr Wissen, wie kann man das irgendwie einigermaßen sicher machen, konsolidieren, was gibt es da für Elemente. Und das ist auch so der Bereich, in dem ich weitestgehend arbeite. Und was wir halt da machen, ist halt so formale epistemologische und logische Modelle zu entwerfen. Das heißt so weitestgehend nach Sprachlogik, analytischer Sprachphilosophie. Gucken wir uns da halt an, mit welcher Sprache Wissenschaftler operieren und wo das abgesichert ist, was die da für Logiken verwenden, was die für Schlussweisen verwenden. Hier sind halt so ein paar Sachen, die wir da untersuchen, halt zum Beispiel Deduktion, Induktion als logische Schlussweisen. Was ist irgendwie eine bessere Schlussweise und was ist irgendwie gerechtfertigt, was ist nicht gerechtfertigt. Verschiedene Argumentformen, Kausalität ist ein ganz großes Thema. Also welche Modelle von Kausalität verwenden verschiedene Wissenschaften? Hat die Biologie was ganz anderes als die Soziologie und die wieder was ganz anderes als die Physik? Dann andere Themen da sind halt, was sind Gesetze, wie kann man die überhaupt formalisieren, was gibt es da irgendwie für Modelle, dann gibt es halt eine ganze Menge mathematische Varianten, die man da benutzen kann, um Gesetze so auf einer abstrakten Ebene zu formulieren und da kann man dann halt eben davon ausgehend auch wieder verschiedene Wissenschaften untersuchen und da werden halt auch andauernd Wissenschaften über diese Modelle ausgegrenzt, von denen man sagen kann, dass sie nicht wissenschaftlich genug operieren oder halt eben auf eine ganz komische Art und Weise wissenschaftlich sind. Andererseits gibt es allerdings auch ganz überraschende Resultate. Letztens zum Beispiel gab es mal der hat Astrologie mal untersucht und hat eigentlich herausgefunden, dass die Astrologie eine Wissenschaft ist, also eine Wissenschaft in Anführungsstrichen ist ja keine Wissenschaft eigentlich, aber dass Astrologie eigentlich allen formalen Kriterien einer völlig exakten Physik entsprechen würde aus dieser Sichtweise und deswegen eigentlich eine ziemlich korrekte Wissenschaft wäre. Ja, aber das nur so nebenbei. Und ansonsten sind halt Erklärung ist noch so ein ganz großer Bereich, da arbeite ich halt gerade dran. Das ist so ein, ich mache gerade so ein Modell für technische Erklärungen. Und das sind dann halt sozusagen die Innereien von Wissenschaften und die inneren Zusammenhänge von Wissenschaften, die man da so ein bisschen untersucht. Ja, damit haben wir so ein kleines Bild, was Wissenschaftstheorie so macht. Und damit kommen wir dann jetzt zum Irrweg der klassischen Wissenschaftstheorie. Die klassische Wissenschaftstheorie ist die Wissenschaftstheorie, die so in den
20er bis 50er Jahren oder naja, eigentlich noch bis 60er, 70er Jahre vorherrschend war, also ganz stark vorherrschend und dann langsam abgeflaut ist. Das war eine Wissenschaftstheorie, die war in ihrer Gründungszeit ganz stark beeinflusst von den großen Strömungen der Physik damals. Da war ja gerade so das Aufkommen Relativitätstheorie und das Aufkommen Quantenmechanik. So sehr starke Interpretationsgefechte noch zu der Zeit über diese beiden Wissenschaften. Und die Begründer der Wissenschaftstheorie damals, der Wiener Kreis vor allem, waren halt auch größtenteils Physiker, sodass die sich halt damals natürlich sehr intensiv mit diesem Bereich Physik beschäftigt haben. Und dabei allerdings auch die Physik so ein bisschen als Idealwissenschaft erhoben haben über alle anderen. Also haben sozusagen gesagt, dass das, die Physik ist sozusagen das, was uns am deutlichsten Resultate liefert. Die Wissenschaft, die sozusagen als Erzwissenschaft alle anderen überflügelt an Resultaten und an Möglichkeiten der Umsetzung. Es war natürlich auch so ein bisschen so eine technische Aufbruchsphase, die das mit beeinflusst hat. Und das Problem war allerdings dann damit, dass die Wissenschaftstheorie da sehr dominiert wurde und dann halt eben sehr gegen andere Wissenschaften isoliert wurde. Und man kam dann halt zu so einem partikularistischen, physikalistischen Wissenschaftsbild. Also man hat dann sehr schnell gesagt, okay, die Physik ist super und alle anderen Wissenschaften, die von der Physik abweichen, wie zum Beispiel die Biologie, die ja etwas schwächere Erklärungsmodelle sozusagen hat mit der Evolutionstheorie, sind dann sozusagen so suboptimale Modelle gegenüber der Physik. Und dann Geisteswissenschaften und sowas ist dann natürlich völlig außen vor, das ist so reines Gelaber und das muss man sich gar nicht erst anhören. Das Resultat war dann halt, dass es dann entsprechend der Physik sehr deterministisches Weltbild war, auch ein sehr deterministisches Wissenschaftsbild. Es gibt also nur so diese logischen Schlüsse aus den gegebenen Messresultaten und dass es dann halt so ist, die Welt. Das ist dann halt eben auch eine sehr starke Kausalauffassung, die man dann hat von diesen physikalischen Gesetzen, die man hatte. Damals hat sich natürlich auch die Einsicht der Quantenmechanik noch nicht so durchgesetzt, dass es halt eben auch probabilistische Gesetze gibt oder sowas, dass also selbst die Physik nicht so furchtbar fest und sicher ist, wie man das damals angenommen hat. Und was halt auch noch ganz entscheidend war für die Wissenschaftstheorie bis in die 70er, 80er Jahre, ist so der Reduktionismus. Reduktionismus ist so eine Gedankenrichtung, wo man sich dann eigentlich gesagt hat, aus diesem Wissenschaftsbild heraus, dass man ja eigentlich alles, komplett alles Wissen der Menschheit auf die Physik reduzieren könnte. Das war so das Bild, dass man sozusagen hatte, dass jedes Ereignis in der Welt sozusagen, auch unsere gedanklichen Ereignisse, wie zum Beispiel oder ein Klavierstück zu schreiben oder so, hat gewissermaßen eine physikalische Entsprechung oder eine physikalische Ebene. Und dadurch, dass es so ist, müsste man dann eigentlich in der Lage sein, alles exakt auf physikalische Prozesse runter zu reduzieren. Das heißt, irgendwie eine Oper zum Beispiel kann ich auch als eine physikalische Formel ausgeben mit bestimmten Eingangs- und Randbedingungen und so weiter. Und das hat dann natürlich so, das ist sozusagen aus dieser Physiklastigkeit geboren worden und hat dann natürlich diese Physiklastigkeit noch weiter verstärkt. Da gab es dann halt ganz, ganz viele Versuche, die irgendwie, also viele Philosophen, die dann irgendwie versucht haben aufzuzeigen, wie man sozusagen jetzt die große geisteswissenschaftliche Gebilde als physikalische Formeln runterrechnen könnte oder sowas. Das hat aber alles nicht geklappt. Das Problem war halt, dass man also diesen Reduktionismus konnte man nie beweisen, da haben sich dann eben halt immer mehr die Gegenbeweise gehäuft, dass man erstens dazu nicht in der Lage sein würde, das irgendwie sowieso praktikabel zu machen, zweitens, dass es da auch prinzipielle Schwierigkeiten gab. Und dann ist man eben halt auch mit der Zeit zu der Erkenntnis gekommen, dass man ja gar nicht so die Physik eigentlich als das ideale Wissenschaftsbild annehmen muss. Man könnte ja auch genauso gut die Biologie eigentlich nehmen oder sowas. Und was ist dann eigentlich, wenn man die Biologie sozusagen als Erzwissenschaft nimmt? Ist das dann irgendwie ein schlechteres Bild von Wissenschaft? Und über die Gedanken ist man dann halt dahin gekommen, dass das klassische Wissenschaftsbild viel zu streng ist und so eigentlich gar nicht durchgehalten werden kann. Also die anderen Wissenschaften, die man so hat, Geisteswissenschaften, Soziologie, Ethnologie, was weiß ich, die produzieren halt genauso Wissen. Das Wissen ist genauso gültig in seinem eigenen Bereich, ist genauso überprüfbar. Da hat man ja inzwischen dann halt auch viele experimentelle Methoden gefunden, wie man das quasi dann auch überprüfbar machen kann. Man kann da genauso Gesetze aufstellen und deswegen ist eigentlich dieses Wissenschaftsbild der klassischen Wissenschaftstheorie gar nicht mehr so
gültig. Und inzwischen ist es halt auch, gilt es halt auch als komplett gescheitert. Ja, was ich jetzt schon erwähnt hatte, es wurde halt nur die Physik eigentlich untersucht. Und wie man sich jetzt denken kann, hat es so, sich so in den Jahren eine Abschwächung genommen, dass man dann von der Physik runtergekommen ist, auch mal andere Naturwissenschaften zu untersuchen. Da hat man dann halt erst mit der Biologie angefangen, weil die natürlich auch durch die Evolutionstheorie ziemlich interessant war zu untersuchen. Dann halt auch die Chemie reingenommen. Und dann so in den 70er, 80ern hat man dann auch mal angefangen, sich ernsthaft Sozialwissenschaften anzusehen. Also nicht nur unter diesem Aspekt, ob man sie auf die Physik reduzieren kann oder nicht, sondern auch mal so im eigenen Recht, was das eigentlich für Wissenschaften sind. Die Geschichtswissenschaften und die Geisteswissenschaften, wie die eigentlich erklären und wie die funktionieren. Und was allerdings bis heute noch nicht passiert ist oder jetzt eigentlich erst in den letzten 3 bis 5 Jahren passiert ist, ist, dass man sich die angewandten Wissenschaften überhaupt mal ansieht. Man hat das halt da immer von sogenannten Kaskadenmodell ausgegangen. Steht hier unten auch nochmal. Das Kaskadenmodell ist so ein Modell in der Wissenschaftstheorie gewesen, dass man eigentlich davon ausgeht, dass die angewandten Wissenschaften nur das Wissen der exakten Wissenschaften, der reinen Wissenschaften sozusagen auf die Praxis irgendwie anwenden. Das heißt, sie nehmen dann irgendwie die physikalischen Formeln, die die Physiker erfunden hat, und machen dann ihre speziellen Randbedingungen und Eingangsbedingungen für die spezielle Situation, in der sie sich dann befinden, und das ist dann quasi angewandte Wissenschaft und ist gewissermaßen völlig uninteressant, das wissenschaftstheoretisch zu untersuchen. Na, Technikwissenschaften zum Beispiel ist eine angewandte Wissenschaft. Also Applied Sciences und Pure Sciences. Ja, die reinen Wissenschaften, das ist so eine Unterscheidung. Reine Wissenschaften produzieren so gewissermaßen nur Wahrheit und angewandte Wissenschaften produzieren Geräte oder Institutionen oder Vorschriften oder sonst irgendwie was Brauchbares. Das ist eine schwierige Frage, ob das jetzt eine... Mathematik ist eine reine Wissenschaft, aber ist so ein bisschen Spezialstatus, weil es ja eigentlich keine empirische Wissenschaft ist in dem Sinne. Okay. Ja, Technikwissenschaften kommen halt auch jetzt erst, dieses Kaskadenmodell hat sich halt sehr hartnäckig gehalten bis in die 70er Jahre, ist dann danach ein bisschen aufgeweicht, dann gab es so emergentistische Modelle, die so davon ausgegangen sind, dass sich vielleicht Anwendung und Physik irgendwie parallel entwickeln, weil ja auch die zum Beispiel die Experimentalaufbauten irgendwie auch eine technische Frage sind, die man irgendwie technisch entwickeln muss. Das heißt, da gibt es sozusagen gegenseitige Befruchtungen, das kann man sich auch sehr gut ansehen, wenn man sich so ein bisschen Technikgeschichte von Experimentalaufbauten und so Teilchenbeschleunigern ansieht, da sieht man dann tatsächlich, dass sozusagen für viele philosophische, für viele physikalische Ideen überhaupt erstmal die Geräte geboren werden mussten und dann das teilweise eben gerade auch aus diesen Sachzwängen des Experimentalbaus sich dann überhaupt auch erst physikalische Theorien wieder ergeben haben oder neue Richtungen. Sodass da also eine sehr starke Abhängigkeit besteht. Das sind so die emergentistischen Sachen. Da gibt es jetzt inzwischen noch ein paar mehr. Aber auf jeden Fall ist man von diesem Kaskadenmodell abgekommen, sodass eigentlich jetzt erst sozusagen Technikwissenschaften als eigenständige Wissenschaften dastehen, also angewandte Wissenschaften allgemein, Technikwissenschaften im Besonderen, die sozusagen eine eigene philosophische und wissenschaftstheoretische Untersuchung rechtfertigen. Ja, und das ist dann jetzt so man ist dann jetzt gewissermaßen in so einer neuen Phase der Wissenschaftstheorie, die so vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren vielleicht angefangen hat, wo man dann quasi, also man hat jetzt gewissermaßen entdeckt, dass dieser Physikalismus nicht durchzuhalten ist, der Reduktionismus ist nicht durchzuhalten, dann gibt es ganz viele Einzelwissenschaften, die überhaupt gar nicht mit den klassischen Modellen beschreibbar sind, es gibt ganz viele Einzelwissenschaften, die in ihren eigenen Rechten dastehen. Und dann gibt es halt auch neuere Sachen wie angewandte Wissenschaften, Technikwissenschaften, die überhaupt gar nicht im generellen Fokus überhaupt drin waren, weil man sich ja immer nur gedacht hat, wie kommt man überhaupt zu Wissen, also wie kommt man zu Wahrheit. Man hat sich also gar nicht nie die Frage gestellt, obwohl man ja mit Wissenschaften zu tun hatte, wie kann es überhaupt sein, dass Wissenschaften auch Gegenstände produzieren? Das war sozusagen gar nicht überhaupt im generellen Fokus.
Ja, und dadurch, dass sich jetzt diese ganzen alten Vorurteile abgebaut haben, haben wir jetzt halt so eine neue Situation in der Wissenschaftstheorie. Kann auch sein, dass es im Moment noch so eine Übergangsphase ist, aber das ist eigentlich so der aktuelle Stand. Man hat jetzt halt ganz stark lokalisierte Fragestellungen. Man macht halt nicht mehr diese riesigen universalen Modelle, wo alle Wissenschaften schlechthin reinpassen müssen, sondern man sieht sich Einzelwissenschaften an und in diesen Einzelwissenschaften konkrete Phänomene, macht halt ganz konkrete Untersuchungen und was auch ganz neu ist in der Philosophie, wovor Philosophie sich ja immer so ein bisschen zu nobel, zu eitel war, es sind so Case Studies, dass man jetzt tatsächlich auch mal sich ganz konkrete Fälle von Technikentwicklungen beispielsweise ansieht oder ganz konkrete Fälle von physikalischen Theorien und dann verfolgt, wie die sich eigentlich entwickelt haben und da dann sozusagen völlig vorurteilsfrei versucht rauszufinden, wie Wissenschaften im Einzelnen funktionieren. Und man hat halt eben jetzt auch die Ausdehnung des Fokus auf überhaupt alle Formen von Wissenschaft, alle möglichen angewandten Wissenschaften, was zum Beispiel im Moment sehr stark diskutiert wird, auch aus der Kausalitätstheorie, sind so Wirtschaftswissenschaften. Nancy Cartwright zum Beispiel ist eine ganz berühmte Kausalitätsphilosophin, die macht jetzt eigentlich im Moment fast nur noch Wirtschaftswissenschaften. Und was halt eben jetzt seit 2 Jahren auch, also ich weiß, meines Wissens seit 2 Jahren auch betrieben wird, ist so, dass halt auch eine dezidierte wissenschaftstheoretische Untersuchung mit den Technikwissenschaften, zumindest in Deutschland seit 2 Jahren. Es gab habe letztens ein ganz interessantes Buch gefunden aus der Sowjetunion, das sich so mit der Spezifik der technischen Wissenschaften auseinandergesetzt hat. Und es ist halt ganz häufig so, dass die Sowjetunion durch ihre materialistische und dualistische Auffassung von Wissenschaft und Geschichte sich halt sehr häufig schon und sehr viel vorurteilsfreier mit Einzelwissenschaften auseinandergesetzt hat. Allerdings da immer wieder dann auch nur im Kontext der wissenschaftlich-technischen Revolution, also der Umgestaltung der Sowjetunion für das Volk. Man kann das eigentlich sehr gut lesen, auch auf diese gegenwärtigen Fragestellungen, muss dann aber so ein bisschen den historischen Kontext kennen, um dann eben diese Revolutionssachen wieder rauszurechnen so ein bisschen. Ja, und das führt jetzt halt zu der Frage, was ist denn überhaupt technisches Wissen? Wenn wir uns jetzt damit beschäftigen dürfen, sozusagen wissenschaftstheoretisch, wie verhaltet sich überhaupt diese Frage auf, wie kann man da rangehen? Kann man halt eben erstmal konstatieren, dass die Frage an sich so noch nicht gestellt wurde, jetzt halt eben erst seit 2 Jahren. Dass die Frage auch praktisch relevant ist. Das ist für uns Philosophen auch eine ganz sexy Situation, weil wir da gewissermaßen auch mal ein bisschen was auch an Wissenschaften rantreten können. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe in den Niederlanden, Mieke Bohn, die macht so Technikphilosophie und untersucht Technikwissenschaften speziell mit dem Fokus dann auch für die Didaktik der Ingenieure was zu tun und auch Technikentwicklung so ein bisschen zu beeinflussen, natürlich auch so ein bisschen Technikethik irgendwie reinzubringen und sowas. Ist also für uns jetzt gerade eine ganz spannende Sache, auch so ein bisschen in die Praxis gewissermaßen einwirken zu können. Dass es jetzt wissenschaftstheoretisch relevant ist, haben wir halt eben festgestellt. Und da gibt es jetzt halt eben die ersten lokalen Untersuchungen. Und was halt auch möglich ist, im Rahmen dieser Frage zu untersuchen, was ich persönlich ganz interessant finde, ist jetzt noch nicht so erschlossen, ist halt eben, dass man auch mit diesen Untersuchungen von technischem Wissen gewissermaßen auch diese epistemologischen und logischen Strukturen des technischen Denkens überhaupt ein bisschen erfassen kann. Das heißt, man kann sich gewissermaßen ansehen, wie funktioniert da die Logik der Technik, was bedeutet es, wenn wir überhaupt technisch denken, ja, wenn wir in Bauteilen, Komponenten und so weiter, Dekomposition, Rekomposition, wie genau funktioniert das? Und das ist von daher auch politisch und ethisch interessant, weil das technische Denken halt vielfach von der Neuen Linken speziell und auch von der technikkritischen Philosophie als Paradigma der Moderne so angesehen wurde. Es war quasi dieses technische, bürokratische Denken, dass man alles nur noch als technische Gegenstände auffasst. Bei Foucault zum Beispiel sind dann Menschen technische Gegenstände, die irgendwie aus Bauteilen bestehen und sich wieder rekonfigurieren können und so weiter. Bei Weber sind halt Bürokratien auch technische Gegenstände, die auch durch dieses technische Denken geprägt werden.
Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, finde ich zumindest, ist es natürlich auch eine politisch ganz relevante Fragestellung, diese Form des Denkens überhaupt mal transparent zu machen, sich anzusehen. Und dann kann man halt eben auch so, wenn man das im Detail sozusagen hat, kann man dann auch so an sich ansehen, zum Beispiel, welche Anteile technisches Denken in vielen sozialen Bereichen hat, wo es vielleicht die Anteile eher ethisch sein sollten oder so weiter. Aber das ist jetzt noch so ein bisschen Ausblick. Ja, dann will ich so ein paar Behandlungen vorstellen, die jetzt von Technikphilosophen gemacht wurden in den letzten zwei, drei Jahren. Die erste ist von Günter Rohpohl, übrigens ein ganz hervorragender deutscher Technikphilosoph, leider so ein totaler Underdog in der deutschen Philosophie-Szene, also die Technikphilosophie-Szene in Deutschland ist sowieso so relativ klein, hat eine recht eigene Tradition, aber ist sehr interessant. Also wenn Sie mal was lesen wollen von dem Rohpohl, technologische Aufklärung, hast du ein Buch, ist ganz hervorragend. Und der hat sich jetzt halt auch mit technischem Wissen und der Wissenschaftstheorie der Technikwissenschaften beschäftigt und versucht da erstmal so Strukturen rauszuschälen. Also jetzt sozusagen diese ersten Unternehmungen, die wir jetzt die letzten zwei Jahre machen aus der Technikphilosophie und Wissenschaftstheorie heraus, sind jetzt quasi diese Lokalisierungsbemühungen, das Phänomen erstmal an sich zu erfassen und uns in den Technikwissenschaften, im technischen Wissen anzusehen, was es da für Strukturen gibt, um das dann halt eben vorurteilsfrei rekonstruieren zu können und ohne dann halt so universale Modelle da drauf loszurennen und die erdrücken zu wollen. Ja, und Günter Rohpohl hat dann halt eine Grundthese, dass nämlich technisches Wissen auf technisches Handeln ausgerichtet ist. Das ist eine sehr starke und häufig vertretene Grundthese in der Technikphilosophie gegenüber den Technikwissenschaften, dass es halt eben nicht um Wahrheit geht, sondern es geht darum, irgendwie Handlungsanweisungen zu produzieren. Man produziert also nicht mehr Satzgebilde oder sowas, und über die man dann nachdenken kann, sondern man produziert konkrete Handlungsanweisungen, eine Gebrauchsanweisung. Oder ein Konstruktionsbuch besteht eigentlich aus Handlungsanweisungen. Und wenn man das zugrunde legt, dann muss man sich natürlich erstmal das technische Handeln ansehen. Und das hat Rohpohl jetzt halt analysiert, als dass es stattfindet in einer Matrix von wesentlichen drei Strukturelementen. Das eine sind halt so äußere Strukturen, das zweite sind Objektstrukturen und das dritte sind die technischen Phasen. Das gucken wir uns mal an. Was meint er mit äußeren Strukturen? Da gibt es halt zuerst mal das Subjekt, das technisch handelt. Da gibt es dann halt verschiedene Stufen von Subjekten, die unterschiedliche soziale Implikationen oder soziale Einflüsse aufeinander haben. Das ist eben das, was man aus dem sozialen Konstruktivismus dann sozusagen gelernt hat. Da gibt es halt Individuen, wie zum Beispiel der einzelne Tüftler, Erfinder. Da gibt es Arbeitsgruppen, wie jetzt zum Beispiel normalerweise in einer Firma oder in einem im industriellen Komplex gearbeitet wird, dass man so verschiedene Arbeitsbereiche hat, die dann von Gruppen bearbeitet werden. Und es gibt halt auch ganze Gesellschaften, die in Einzelfällen, also in größeren Entwicklungsverbindungen, kleinere Abschnitte delegieren und sich dann wieder anders zusammensetzen. Dass auf der Subjektebene schon relativ verschiedene Strukturen erkennbar sind. Dann gibt es halt die Art der Kooperation, ob es jetzt keine ist wie beim Erfinder, der halt gar nicht groß irgendwie in institutionellen Strukturen steht sozusagen, sondern für sich alleine arbeitet. Gibt es halt das Ingenieursbüro, auch mit ganz unterschiedlichen Implikationen. Dann gibt es Unternehmen oder es gibt zum Beispiel die Universitäten, die halt nicht so stark diese finanziellen Verpflichtungen haben. Und dann gibt es auch den Rang, ob man jetzt zum Beispiel Selbstständiger ist, ob man Sachbearbeiter ist, ob man jetzt konkreter Entwickler ist, Ingenieur oder ob man jetzt zum Beispiel in der Leitung von einem technischen Unternehmen beschäftigt ist. Das sind schon mal eine ganze Reihe äußere Strukturen, von denen wir jetzt halt eben aus der modernen Wissenschaftstheorie und Wissenschaftssoziologie vor allem auch wissen, dass die ja auch sehr relevant auf Wissenschaftsentwicklung und Wissensentwicklung einwirken. Dazu kommen dann halt die Objektstrukturen, also das, womit man sich im Handeln beschäftigt. Da gibt es halt die Art des Objekts, das ist jetzt nur so, ich weiß nicht, warum man jetzt ausgerechnet diese Klassifikation genommen hat zur Materialtechnik. Das ist halt so ein bisschen jetzt orientiert an gewissermaßen den Studienrichtungen, die man wählen kann, wenn man Ingenieur werden will. Man kann halt so Materialbau, also Maschinenbau und sowas machen. Gibt es halt Energietechnik, Informationstechnik, Biotechnik.
und dann halt diverse Mischformen. Aber das ist sicherlich eine Liste, die ganz schwer zu führen sein wird und ganz schwer abzuschließen sein wird. Also eine relativ variable Geschichte. Und dann gibt es eben noch den Rang des Objektes, ob man jetzt nur ein einzelnes Bauteil entwickelt, ob man eine ganze Maschine entwickelt, ob man jetzt eine Anlage entwickelt, wie zum Beispiel für einen ganzen Industriekomplex oder einen ganzen Anlagenverbund, wie jetzt zum Beispiel eine ganze Mülldeponie mit allen möglichen Verbrennungsanlagen und so weiter. Und das spielt natürlich auch alles eine Rolle, womit man sich beschäftigt. Das ist natürlich eine ganz substanzielle, worum es überhaupt geht und welche Gegenstände es sind. Und hier kommen dann halt auch wieder verschiedene soziale, historische und so weiter Implikationen dazu. Und dann gibt es noch diese Phasen technischen Handels, die kennt man eigentlich auch als die, also in den Ingenieurswissenschaften zumindest werden die auch mitgeteilt als die Lebensphasen eines technischen Objekts. Die erste Phase ist halt die Phase der Herstellung, die unterteilt sich wieder in die Planung, die so ein bisschen Entwicklung, Konstruktion, Erprobung ist. Dann in die Produktionsphase, wenn man gewissermaßen den Prototyp sicher hergestellt hat, dass man dann die Produktionsplanung macht, Fertigung und Montage, Qualitätskontrolle und dann letzten Endes den Vertrieb, auch alles ganz eigene Handlungsschritte mit ganz eigenen Strukturen, die natürlich auch im technischen Wissen abgebildet werden muss. Also der einzelne Ingenieur muss ja von all diesen Phasen gewissermaßen wissen, die sein Objekt durchlaufen muss, wie muss er das irgendwie daraufhin konzeptionieren und gestalten. Das heißt, das muss also auch vermittelt werden im technischen Wissen. Dann die nächste Phase ist halt die Verwendungsphase, also wie schließt dann ein Inbetriebnahme eines Gerätes dann den Betrieb. Der Betrieb wiederum geht dann halt über Einsatz, Wartung, Reparatur und so weiter. Und dann die Stilllegung und letzten Endes kommt dann auch noch die Auflösung, die auch immer wieder stark betont wird für technisches Wissen, dass man das halt eben auch aufnehmen muss in das technische Gerät. Man muss gewissermaßen vorher schon konzeptionieren, wie das Gerät nachher wieder auseinandergebaut werden kann, wie man das aufbereiten kann, wie es deponiert werden kann und wie es recycelt werden kann. Das sind also so die Phasen technischer Objekte. Und das ist sozusagen dann die Matrix, innerhalb dessen technischen Handel, innerhalb derer technisches Handeln stattfindet. Und da hat Ropol jetzt verschiedene Formen technischen Wissens noch als Unterebene diesen Phasen zugeordnet. Da gibt es einmal das technische Können. Technisches Können ist sozusagen das, was man hat, wenn man nur Fahrrad fährt. Man löst ja nicht die ganze Zeit Differentialgleichungen, während man Fahrrad fährt, um jetzt zu sehen, wie man den Steuer, das Lenkrad halten muss, wenn man links abbiegen muss, sondern man fährt einfach. Das ist sozusagen so ein Könnenwissen, implizites. Dann gibt es das funktionale Regelwissen. Funktionales Regelwissen ist so ein Input-Output-Wissen. Also wenn ich auf den Knopf drücke, dann geht das Licht an. Ich weiß also von der Funktion eines Gerätes. Dann gibt es das strukturale Regelwissen. Da weiß ich dann sozusagen, was innerhalb des Gerätes passiert an regelmäßigen Abläufen und was es da für Strukturen gibt. Ich kenne also gewissermaßen den Weg vom Lichtschalter zur Lampe und dann durch den Wolframdraht und so weiter. Und dann gibt es das technologische Gesetzeswissen, sozusagen dann die Königsdisziplin, die alle Ingenieure beherrschen müssen und die umfasst halt diese ganzen anderen Formen, das technische Können, das funktionale Wissen, das strukturale Wissen. Und da weiß man dann halt zusätzlich auch noch so, hat man dann naturwissenschaftliches Wissen drin und weiß halt auch von physikalischen Geschichten und wie man die einbaut. Und was hierbei auch noch ganz wichtig ist für die Ingenieure, ist dieser Punkt, nämlich das ökosoziotechnologische Systemwissen, hat er das genannt, dass man nämlich halt eben, wenn man ein Gerät entwirft, gewissermaßen auch sehr genau wissen muss, was das für Umwelteinflüsse hat, was das für soziale Einflüsse hat, also unter anderem auch, ob es verkauft werden kann oder nicht. Und es gehört also so ein ganzes Systemwissen gewissermaßen dazu. Ja? Ob es andere Aspekte gibt als den Verkauf. Jein, also es gibt natürlich viele, es gibt natürlich viele ethische Erwägungen, die eine Rolle spielen jetzt in Technik.
Entwicklungen, die allerdings inzwischen meistens von Marketingabteilungen übernommen werden. Also eigentlich nicht gewissermaßen von Ethikern, sozusagen wirklich aus ethischen Gründen, sondern eher von Marketingabteilungen, die versuchen, das auf den Verkauf abzustimmen, sozusagen. Aber die, ja, nicht für den Ingenieur selbst dann, sondern... Ja, das ist eben so eine Frage. Das sind eigentlich schon Ingenieure, die da eine Rolle spielen und die da auch die Entscheidungen treffen, aber die müssen sich dann immer absprechen mit den Marketingabteilungen. Das kommt halt eben auch sehr darauf an, in welchen Strukturen man arbeitet. Ob das jetzt ein einzelnes Ingenieurbüro ist, was jetzt sehr bemüht ist um Innovation oder so. Es gibt ja auch immer wieder so Entrepreneurtypen oder auch einfach Erfindertypen, die gerne irgendwie einfach was bauen, ja, und jetzt gar nicht sich so... Oder auch viele Leute, die einfach versuchen, nachhaltige Technologien zu entwickeln, weil sie halt eben Interesse daran haben, dass die Umwelt erhalten bleibt, die dann aber natürlich trotzdem damit in diesen marktwirtschaftlichen Zyklus eintreten müssen irgendwie, weil Technikentwicklung einfach Geld kostet. Ja, also als Kommentar dazu noch, es gibt sowohl für die Wissenschaftler als auch für die Ingenieure natürlich das Thema, dass die ihre Arbeiten in einer bestimmten Art und Weise darstellen müssen, sodass das überhaupt akzeptiert wird. Also wenn man jetzt, sage ich mal, mit sehr stark fortschrittlichen oder von der momentanen herrschenden Lehre abweichenden Konzepten kommt, dann muss man die schon sehr gut repräsentieren und darstellen, damit sich dann überhaupt Leute damit beschäftigen. Sonst geht das, sage ich mal, in deren Spamfilter und ist dann weg. Nee, klar. Ja, das ist so der allgemeine Konservatismus der Marktwirtschaft, dass die sowieso sehr ungerne von traditionellen Modellen der Gewinnmaximierung abweichen. Aber das ist, glaube ich, dann auch eher eine Sache von Marktwirtschaft als von Ingenieure. Also Ingenieure würden, glaube ich, eher gerne öfters mal ein bisschen höher hinaus. Ja, also um das nochmal etwas von den Ingenieuren wegzunehmen. Also es gibt ja auch Menschen, die, keine Ahnung, Kaugummis entwickeln oder so. Und da fallen dann auch noch, oder auch Ingenieure, die, wenn sie neue Autos entwickeln, da konzentrieren sich diese Wissensstrukturen nicht nur auf den einzelnen Ingenieuren und vielleicht seine Marketingabteilung, sondern halt auch noch auf, also bei uns jetzt, Institute, Ämter, die Qualitätskontrollen durchführen, die gucken, ob das produzierte Fleisch gut ist, ob das Kaugummi nicht die Kunden umbringen wird, oder ob das neu entwickelte Auto halt die Schadstoffrichtlinien einhält. Und da sitzen dann halt Menschen, die dieses ökosoziologische, technologische Systemwissen haben, halt in den Ämtern und überprüfen das und geben halt wiederum nur Richtlinien aus, die dann wahrscheinlich so gegen strukturelles Regelwissen gehen, was dann von den Technikern eingehalten werden, die in den entsprechenden Entwicklungsbüros sitzen bei den Firmen. Mhm. Ja, ne, klar, da hast du recht. Also es ist natürlich so, dass das natürlich auch eine extrem, wenn man sich jetzt das so ansieht, ist ein extrem riesiges Gebiet, Wissensgebiet und auch extrem komplex. Und das ist halt in der Tat tatsächlich meistens so, dass die Ingenieure dann halt eben dieses Wissen sozusagen vorgefertigt auf den Tisch bekommen als Designrichtlinien und sowas. Das stimmt schon. Aber es muss halt eben im Rahmen technischen Wissens spielt es halt eben eine Rolle. Also dieses Systemwissen kann man da nicht so einfach ausschanzen. Ja, was man dann jetzt nach dieser ersten Betrachtung von Rohpol ganz interessant schon mal feststellen kann, sozusagen definitiv jetzt, ist das Ende dieses Kaskadenmodells, das davon ausgegangen ist, dass es eben nur, dass gewissermaßen angewandte Wissenschaften nur Naturwissenschaften irgendwie auf reale Situationen applizieren. Denn Rohpol hat dann auch empirisch sich die Sachen angesehen und hat dann so ein Ranking nach Häufigkeiten der Phasenhandlungsformen festgestellt. Und da spielt halt das funktionale Regelwissen, wie man sich denken kann, die größte Rolle im technischen Wissen, dass man einfach dieses Blackbox-Wissen hat von den Bauteilen, die man zum Beispiel verwendet. Da weiß man dann nicht, wie die im Inneren funktionieren. Wenn man so ein durchschnittlicher Ingenieur ist, kann man auch gar nicht bei allen Sachen wissen. Oder man hat es irgendwann mal gelernt, aber dann wieder weg. Das technische Können ist auf Platz 2 tatsächlich nur im technischen Wissen für Technikwissenschaftler. Das heißt, sie wissen mehr über Funktionen, als dass sie damit umgehen können, komischerweise. An dritter Stelle kommt dieses ökosoziotechnologische Systemwissen. Und an vierter Stelle kommen sozusagen so Restformen, diese anderen Formen des Wissens. Sozioökonomisches Wissen hat er dann nochmal gesondert als marktwirtschaftliches Wissen.
ausgegliedert, das strukturale Regelwissen und das technologische Gesetzeswissen, also erst auf einer relativ späten Stufe. Und auf allerletzter Stufe kommt ausgegliedertes naturwissenschaftliche Wissen. Das heißt, man kann bei Technikwissenschaften wirklich überhaupt gar nicht davon sprechen, dass die nur das Wissen der Physik irgendwie anwenden, sondern die haben sozusagen ein genuin eigenes Wissen, mit dem sie operieren und mit dem sie ihre Geräte bauen und das sie verwenden. Ja, das ist für uns Wissenschaftstheoretiker ganz interessant. Dann gibt es nach Ropol noch andere Wissenschaftsphilosophen, die sich damit beschäftigt haben, unter anderem Armin Grunwald, der leitet auch hier in Berlin das Bundesbüro für Technikfolgenabschätzungen, halt so, die versuchen da sozusagen Modelle zu entwerfen, wie jetzt gegenwärtige oder zukünftige Technologien sich auf die Gesellschaft auswirken. Der ist halt auch Technikphilosoph, beschäftigt sich auch mit diesem Thema technisches Wissen. Er hat da so eine andere Klassifizierung gemacht, die nicht ganz so genau ist, andere Klassifizierung als Ropol, hat halt auch dieses Kontextwissen besonders rausgestellt, dass man halt besonders die Handlungskontexte beachten muss, das gewissermaßen dann dieses Ökosoziosystemwissen. Und aber auch für ihn handelt es sich bei technischem Wissen halt eben um Handlungswissen. Es ist wesentlich halt Wissen um technische Zweck-Mittel-Relationen, also womit kann ich welche technischen Ziele erreichen und sowas. Dann aber eben halt auch Angemessenheitswissen, dass man sozusagen auch ökonomisch seine Maschinen baut und weiß, was die Anforderungen sind, was die Möglichkeiten sind und so weiter. Und dann eben aber auch das Nebenfolgenwissen, dass man sich auch Gedanken gemacht macht darüber, was ist mit dem Müll, den diese Maschine produziert und was ist mit dem Müll, der diese Maschine selbst ist. Das sind halt Sachen, die jetzt speziell auch durch neuere Erfahrungen, auch durch die ganze Atomgegnerbewegung wesentliche Bestandteile geworden sind von Technikentwicklung. Dann noch eine andere Richtung, die einen anderen Einfluss auf technisches Wissen ist die Dynamik technischen Wissens. Da arbeitet so Udo Lindemann dran, der jetzt auch in der Technikphilosophie aufgenommen wird. Der ist Techniker selber, kein Philosoph. Und macht uns halt immer wieder deutlich, dass das technische Wissen auch eine ganz interne Dynamik hat, also es auch sehr beweglich ist. Man nutzt also Wissen zum Beispiel sehr dynamisch in der Produktentwicklung. Man nimmt quasi immer so einzelne Stücke von Wissen, die man gerade brauchen kann, aus verschiedenen Kontexten, um jetzt ein bestimmtes Produkt zu designen. Dann ist das Wissen auch natürlich immer im Fluss durch die Wissenskommunikation in den Entwicklungsteams, die auch immer größer werden. Dann gibt es halt auch solche Sachen wie Wissenstransfer, dass man sich mit anderen Gruppen auch zusammenschließt und da verschiedene Wissensstücke austauscht. Und das sind halt alles so dynamische Aspekte noch vom technischen Wissen, die auch im naturwissenschaftlichen Wissen gar nicht so richtig berücksichtigt werden, die aber im technischen Wissen halt nochmal eine besondere Rolle spielen und die halt in der Wissenschaftstheorie, wenn man jetzt dieses Bild vom technischen Wissen aufspannen will, auch nochmal eine ganz besondere Rolle spielen. Da kann man aber jetzt im Moment noch wenig zu sagen, weil in der Wissenschaftstheorie noch überhaupt gar nicht so viel zur Dynamik von Wissen überhaupt gemacht wurde. Das ist gewissermaßen so ein ganz neuer Bereich. Ja, neben diesen ersten Strukturierungen kann man dann auch schon andere Bereiche feststellen. Also diese ersten Strukturierungen waren ja jetzt mehr so ein bisschen Entdeckungskontext, dass man sich so ansieht, ja, wie kann man jetzt überhaupt technisches Wissen auffassen, was für eine Art Wissen ist es, geht es um Handlungen oder geht es um Produkte, geht es um Ingenieure, worum geht es, was machen die und was muss man da sich alles überlegen. Natürlich gibt es aber auch aus dem Begründungskontext so ein paar Bereiche, die man sich schon ansehen kann und da arbeite ich jetzt halt zum Beispiel gerade dran. Das eine sind zum Beispiel technische Prinzipien, die jetzt für Technikentwicklung benutzt werden. Das sind ja sozusagen praxisorientierte Umformungen von Naturgesetzen oder halt eben bestimmte Handlungsempfehlungen, zum Beispiel für die Asimovschen drei Gesetze der Robotik werden auch im Handbuch für Industrieroboter empfohlen als Designrichtlinien sozusagen für irgendwann mal in der Zukunft. Und das ist eigentlich so eine besondere Gesetzesform, die vollkommen unterschiedlich ist von naturwissenschaftlichen oder überhaupt so geisteswissenschaftlichen Gesetzen und die man halt eben auch irgendwie auffangen muss. Das wäre jetzt so eine Arbeit mehr so für Begründungskontext. Eine andere Sache, das ist halt jetzt eben meine derzeitige Arbeit, sind halt technische Erklärungen.
die halt eben auch so eine Sonderform haben. Da kann man sich halt überlegen, was ist überhaupt eine technische Erklärung, wenn man ein technisches Gerät erklärt oder ein technisches Phänomen erklärt, was muss man da alles erklären? Und da ist halt das ganz Interessante, dass man einerseits, wenn man jetzt fragt, warum leuchtet eine Diode, dann kann man einerseits hier sich so eine elektrische Erklärung sozusagen geben, was da alles passieren muss, damit die dann zum Leuchten gebracht wird. Andererseits kann man aber auch dann auf diese Frage antworten, was sie dann eigentlich tut, also warum die jetzt in dieser konkreten Situation leuchtet, ja, dass sie mir irgendwie was andeuten, indizieren soll. Und das ist von daher ganz interessant, weil das natürlich so eine kombinatorische Sonderform ist, die sonst in wissenschaftlichen Erklärungen nicht vorkommt, dass man also gewissermaßen noch die Funktion dazu hat. Das ist also auch eine interessante Geschichte für Wissenschaftstheoretiker, zumindest. Ja, da kann man so ein Resümee ziehen, dieser ersten lokalen Betrachtungen, die wir jetzt in der Technikphilosophie gerade machen, kann also ganz eindeutig feststellen, technisches Wissen ist sehr viel vielseitiger als reines Wissen. Und entsprechend kann man sich vorstellen, gibt es jetzt halt Schwierigkeiten in den aktuellen Bearbeitungen, insbesondere halt, wenn man versucht, diese traditionellen wissenschaftstheoretischen Schemata irgendwie auf technisches Wissen anzuwenden. Schwierigkeiten gibt es natürlich auch beim systematischen Zugang, wenn man es irgendwie versucht, da ranzugehen. Wie kann man das machen, wenn man es eigentlich mit einer vollkommen neuen Wissensform zu tun hat? Muss man eigentlich selber noch mal suchen, was man da so als systematischen Kern nehmen kann. Und was eben auch jetzt in den aktuellen Betrachtungen der Technikphilosophen auftaucht, ist halt, dass es überhaupt Schwierigkeiten gibt mit richtigen Betrachtungen. Also ist man da überhaupt jetzt zum Beispiel mit diesem Konzept über, dass jetzt irgendwie Technikwissenschaften nur Handlungsanweisungen produzieren, ist das jetzt schon mal so eine gute Idee? Ja, ich persönlich finde, das ist überhaupt keine gute Idee, weil die in Technikwissenschaften geht es ja schon auch um Wahrheit. Die wollen ja auch was rausfinden über technische Geräte und produzieren ja auch nicht immer nur Handlungsanweisungen für Ingenieure, sondern halt eben auch Beschreibungen von Geräten an sich. Und sodass halt generell auch jetzt für uns Philosophen als gegenwärtige Situation noch so eine Unklarheit diagnostiziert werden kann. Überhaupt, was machen Technikwissenschaften überhaupt? Ja, das ist irgendwie eine völlig... Natürlich würde jetzt jeder denken, das muss man noch wissen, gibt es ja schon so lange, aber es ist eigentlich eine total unklare Situation, was die eigentlich genau machen. Immer wenn man versucht, genau eine Definition dafür zu finden oder genau eine feste Beschreibung, dann gibt es sofort tausend Ausnahmen, die das dann wieder zerfasern. Das ist also noch eine ziemlich spannende Geschichte eigentlich noch, wie sich das da entwickelt und was man da überhaupt rausfindet. Und entsprechend proportional gibt es dann halt eben auch eine Unklarheit über die Mittel, Methoden und grundlegende Sicht, die man da applizieren kann. Ja, was also dann sozusagen aus diesen grundlegenden Problemen geschlossen werden kann, sind so die gegenwärtigen Richtungen, die man so einschlagen muss. Man muss halt so intuitive Erörterungen erstmal machen. Das ist das, was wir jetzt halt in der Technikphilosophie im Moment machen. Was sind überhaupt die Absichten der Technikwissenschaften? Wie ist das Verhältnis von Ingenieurshandeln zum Beispiel zur Artefaktproduktion, wie viel vom Ingenieurshandeln ist da drin und so weiter. Und was für eine Rolle spielen technische Theorien zum Beispiel. Dann auch, was ist der Unterschied zwischen Technikwissenschaften und anderen Wissenschaften. Da gab es auch schon eine lange Diskussion in den 80ern, insbesondere in Holland, über den Unterschied zwischen angewandten Wissenschaften und reinen Wissenschaften. Das müsste man halt auch nochmal spezifizieren auf die Technikwissenschaften. Und spezifische Erörterungen müssen sich dann halt fragen, was überhaupt kann man überhaupt für ein Modell von Wissenschaft applizieren oder muss man da ein neues entwickeln, was sind so die deskriptiven und normativen Anteile dafür und also was kann man sozusagen beschreiben aus den Technikwissenschaften und was sollte man denen aus der Philosophie heraus wieder vorschreiben, damit sie sich selbst verbessern können. Dann eben Begründungskontext, was sind so epistemologische und logische Strukturen und dann muss man halt eben auch gucken, was so Entdeckungskontexte im Begründungskontext machen, was es da für Teile gibt und so weiter. Ja, das ist so eigentlich das gegenwärtige Bild, was ich Ihnen mal so vorstellen wollte aus der gegenwärtigen Beschäftigung der Philosophen mit Technikwissenschaften. Gibt jetzt leider nicht viele Resultate, die gibt es dann vielleicht in 2-3 Jahren. Danke. Ja, also ich wollte mal irgendwie dieser doch ziemlich harschen
Kritik an der klassischen Wissenschaftstheorie ein bisschen widersprechen, weil sie meiner Meinung nach nur sehr karikaturartig da überhaupt dargestellt wird. Also beispielsweise dieser Aspekt Reduktionismus. Hier in diesem Rahmen passt das vielleicht ganz gut. Die meisten Leute gehen wohl davon aus, dass man beispielsweise Rechner prinzipiell reduzieren kann auf physikalische Gesetze, wie bewegen sich die Elektronen darin. Nichtsdestotrotz würde man sagen, die Beschreibung, da wird jetzt hier eine Bibliotheksfunktion aufgerufen, ist wahrscheinlich eine angemessene. Das heißt, dieser Reduktionismus beispielsweise wird häufig so in dieser etwas abstrusen Form wiedergegeben, naja, da wollen wir eine Oper auf physikalische Gesetze reduzieren. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, sie ist vielleicht prinzipiell reduzierbar, aber diese Reduktion sagt einem nichts. Deswegen sollte man sie auch nicht unbedingt machen. Es geht, denke ich, nicht darum, irgendwie die anderen Wissenschaften schlecht zu reden oder wegzureden, sondern einfach insbesondere im Bereich der Naturwissenschaften diese Reduzierbarkeit prinzipiell mal anzunehmen. Und das ist ja auch das, was passiert, indem beispielsweise Biochemiker irgendwie ihre Moleküle mit quantenmechanischen Methoden rechnen. Und auch diese Geschichte Determinismus und Quantenmechanik, das ist ein Missverständnis. Quantenmechanisch ist bis auf den Messprozess sehr wohl deterministisch und hat, würde ich sagen, beispielsweise der kritische Rationalismus kein prinzipielles Problem damit. Ja, na also Quantenmechanik, ob der Determinismus ist, eine ganz eigene Diskussion in der Philosophie, die auch noch gar nicht abgeschlossen ist, aber davon mal abgesehen, der Reduktionismus ist halt einfach als philosophische Perspektive tot, weil man sich so gesagt hat, das bringt nichts, das ist irgendwie nicht durchführbar und nicht beweisbar und man kann eigentlich nicht, es bringt einem auch keinen Erkenntnisgewinn. Und diese andere Situation, dass man irgendwie Modelle jetzt übernimmt aus der Physik und die jetzt irgendwie appliziert und dann quasi reduktionistisch arbeitet, das ist eigentlich eine andere Geschichte, die jetzt so eher auf Modelltheorie rekurriert. Die würde ich jetzt nicht unter Reduktionismus richten. Reduktionismus wäre ja wirklich die Einstellung und war damals zumindest auch die Einstellung, dass man also eigentlich irgendwann alle Wissenschaften außer der Physik abschaffen kann, weil die Physik die einzige ist, die sozusagen realen Erkenntnisgewinn produziert. Und von daher... Also jetzt, das hängt so ein bisschen sehr stark davon ab, wie man den Begriff Reduktionismus nun definieren will und was man darunter versteht. Man sollte sich vielleicht dann darüber klar sein, dass man durch eine Begriffsdefinition, wie man sie auch immer wählt, noch keine Erkenntnis erhält. Also das soll man dahingestellt. Und was mir zu dem wissenschaftstheoretischen Teil am Anfang gewundert hat, ist, dass da halt, wie auch gerade schon erwähnt wurde, der kritische Rationalismus überhaupt nicht vorkam in der Auflistung. Also meine Erfahrung ist also als Physikstudent in Hamburg, auch beim DESI, dass die meisten Physiker halt in einer mehr oder weniger starken Ausprägung kritische Rationalisten sind und eben keine Naturalisten. Also da gibt zwar schon durchaus das Bewusstsein, dass man sich in einem sozialen Kontext bewegt, und das ist aber die Idee, die man davon hat, wie man wissenschaftlich arbeiten sollte, ist halt, man überlegt sich Theorien und guckt mal, ob man die zerkloppen kann, irgendwie per logisch oder per Experiment. Ja, naja, ja, kritischer Rationalismus ist halt auch jetzt ein bisschen in der Schwebe inzwischen mit als wissenschaftstheoretische Grundposition einfach. Es kann sein, dass es jetzt in der es wird schon noch viel unterrichtet, irgendwie so, es ist auch noch eine Grundposition, die sich häufig findet, aber eigentlich die gegenwärtigen Sachen tendieren, sind halt sehr stark beeinflusst von sozialen Konstruktivismus und Historismus, sodass also diese ganz klar wissenschaftsorientierten Modelle, die alles andere ausblenden, so soziale Bedingungen, Marktwirtschaftsbedingungen und so weiter, die sind eigentlich nicht mehr aktuell. Also man findet das in diesen Falluntersuchungen, kann man einfach damit nichts anfangen, ja. Also ich bin jetzt nicht Philosoph, ich sehe allerdings nicht so ganz, wie im Kern der kritische Rationalismus irgendwie Wirtschaftswissenschaften oder Sozialwissenschaften ausblenden sollte. Also ich vermute, dass da vielmehr dann doch die Menschen dabei sind, versuchen was auszublenden, was vielleicht gar nicht logisch ausgesagt wird. Aber das sind wieder typische Definitionsfragen, wo man muss ein bisschen aufpassen. Sprachphilosophie dann wieder alles in Frage stellt. Wahrnehmung. Ja.
Ja, ja. Ja, Wahrnehmung ist, ist ein Thema, das ist noch nicht so explizit aufgegriffen in der, also es gibt natürlich Wahrnehmung explizit aufgegriffen in der ganzen Erkenntnistheorie und da wurde das halt auch traditionell übernommen in die Wissenschaftstheorie. Aber das ist quasi so ein abgeschlossenes Thema mit der analytischen Sprachphilosophie. Also da sagt man dann halt, es gibt Begriffe, die entsprechen exakt den Gegenständen, wie jetzt zum Beispiel Tisch entspricht exakt dem Tisch und damit kann ich was anfangen und es gibt Begriffe, die tun das nicht und damit kann ich nichts anfangen. Und das ist quasi so das Ende dieser Wahrnehmungsdiskussion. Ja. Kannte, ne, dass die Vögel da irgendwie geflogen sind oder die Pflanzen da so, ja. Dann konnte der sozusagen auf die Zukunft schon etwas projizieren, weil er die Wahrnehmung hatte und wir haben einfach mit dem Technischen noch nicht die wenigsten Leute die Wahrnehmung, um tiefgreifende Schlussfolgerungen zu machen. Ja. Und da hat mir dann in dem Beitrag sozusagen das Wort Wahrnehmung irgendwo gefehlt, weil keiner darauf eigentlich... Ja, nee, also, stimmt, das wäre noch ein Aspekt gewesen, aber habe ich jetzt halt weggelassen. Ich wollte nur ganz kurz anmerken zu dem, was du gesagt hast, dass es bei dem Reduktionismus nicht zwangsläufig immer nützlich ist, Sachen auf physikalische Gesetze zu reduzieren. Dass ein wichtiger Aspekt der Kritik meiner Meinung nach auch ist, dass es auch gefährlich sein kann aufgrund der sozialen Auswirkungen, die sowas haben kann, wenn man anfängt, soziale Verhalten und auch individuelles Verhalten auf physikalische Gesetzmäßigkeiten zu reduzieren. Ja, ich finde eben, also politisch ist sowieso noch eine ganz andere Sache, ob man das da akzeptieren will oder nicht, aber dann würde ich dir auch recht geben. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist die Sprachbildung. Du hast am Anfang diese Folie gehabt mit Phänomenen und am Schluss kam das Wissen. Aber da wurde nicht beschrieben, in welcher Form das Wissen eigentlich aufgeschrieben wird und welche Sprache benutzt wird. Und Wissenschaft bildet aber auch die Sprache. Ja, da werden plötzlich, also früher kommt man reinschreiben, 3 Äpfel plus 3 Birnen sind 6 Teile oder sowas. Und dann irgendwann hat man eine bessere Mathematik und auch eine bessere Sprache, die Dinge hinzuschreiben. Und erst dann werden Gesetze klar. Und bei uns, ich meine, wenn es jetzt um diesen Reduktionismus geht, wir haben ja ganz klar eine Hierarchie von Sprachen. Ja. Wir haben Hardware, wir haben darüber Assembler und, es geht immer höher. Und das ermöglicht es uns, ja, die Dinge gut im Griff zu behalten. Und die Sprache, so wie ich das erkenne, ist auch ein Mittel, den Fortschritt weiterzuschieben und gerade auch mal revolutionären Fortschritt durchzusetzen, dass man Dinge anfängt, anders zu beschreiben. Ja, doch, so ein bisschen. Ja, guten Morgen, ja. Aber trotzdem hat die Obersprache ihren Sinn, ja. Sehr hilfreich, ja. Trotzdem, der Fortschritt kommt dann teilweise dadurch in der Benutzbarkeit der Dinge, dass du auf der oberen Sprache was hast, was mehr Leute verstehen, mehr Leute schneller benutzen können, ja. Und das ist ganz wichtig und der hat mir ein bisschen gefehlt, der Aspekt. Und vielleicht haben wir deshalb auch diese Diskussionen über Reduktionismus und. Und ja. Wir brauchen den natürlich, wir müssen runtergehen können bis auf die Elektronen am Schluss. Ja, stimmt. Nee, das ist schon auch noch ein Aspekt, aber ich habe den jetzt halt weggelassen, weil das sozusagen eine andere philosophische Tradition ist. Das ist so diese ganze analytische sprachphilosophische Tradition. Die ist quasi schon mit drin in der Wissenschaftstheorie, aber hätte ich auch nochmal machen können. Mich hat deine Ausführungen zu Applied Science, das ist im Prinzip für mich so, studiere ich jetzt an der Uni oder studiere ich an der Fachhochschule? Und ich habe immer gemerkt, also an der Uni studieren, das heißt nach Wahrheit suchen, schon irgendwo. Und an der Fachhochschule studieren, die Leute sind einfach praktischer. Also die theoretischen Auswirkungen, die du schon vorgezeigt hast, merkt man, wenn man entweder mit Fachhochschulen zusammenarbeitet oder mit Universitäten. Insofern, die haben eine andere Denke. Die haben nicht unbedingt die Denke, wie funktioniert das ganz genau im Detail, warum funktioniert das, sondern es muss zum Laufen gebracht werden. Und es sind einfach verschiedene Blickpunkte, ne? Und die denken einfach wirklich breiter. Insofern, ja. Deine Probleme, die du halt da aufgeschrieben hast, also ich bin nicht so der theoretische Philosoph, aber die sehe ich nicht so. Ja, okay. Ja, okay, also ich glaube, wir müssen Schluss machen. Vielen Dank nochmal.